Klimawandel an sich bedeutet ja, dass die globale Mitteltemperatur steigt und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit von Extremwetterereignissen zunimmt, aber eben auch durch diese steigende Temperatur das Mikroklima enorm beeinflusst wird. Wir in Städten und uns bei Gebäuden mit der Thematik der steigenden Temperaturen oder der Starkregenereignisse befassen müssen, um lebenswerte Städte zu erhalten. Ja, da das, wie man so schön sagt, Neuland für die meisten ist, also es ist nichts, was irgendwie schon in irgendwelchen Normen oder Ähnlichem standardisiert ist, haben wir den Weg gewählt, uns da in der Forschung mit zu beschäftigen, uns mit Partnern zu beschäftigen, die ganz andere Einflüsse reinbringen, beispielsweise mit Biologen für die korrekte Pflanzenwahl und Ähnlichem, um da eine entsprechende Expertise aufzubauen. Und so haben wir schon 2014 das Forschungsprojekt Green for Cities abgeschlossen, wo es genau darum ging, morphologische Stadtstrukturen zu untersuchen und den Einfluss von Begrünung in diesen Strukturen zu untersuchen, um da dann eben auch entsprechende Aspekte auszuarbeiten, wie man das Bauvorhaben optimiert für den Nutzerkomfort, nicht nur im Innenraum, sondern aber auch vor allem im Außenraum. Dieses Forschungsprojekt wurde anschließend durch viele weitere Projekte erweitert und ist mittlerweile das erste Zertifizierungstool für Klimaresilienz im Außenraum. Insofern ist es da auf jeden Fall gelungen, an einem Grundstein mitzuarbeiten, wie die Thematik messbar abgebildet und bewertet wird. Neben dem Thema Mikroklima gibt es eben auch noch ganz viele andere Aspekte, die das Thema klimaangepasstes Bauen betreffen. Das heißt, wir müssen verschiedene Einwirkungen berücksichtigen, von Hitze über Starkregen, Hochwasser, Hagel bis zu Sturm und Schnee. Und haben aber auch natürlich verschiedene Umweltpotenziale, also zum Beispiel Steigerung der Biodiversität, Feinstaubbindung, Verbesserung des Mikroklimas. Und um genau diese Aspekte herauszuarbeiten, haben wir das Forschungsprojekt KliBau durchgeführt in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Baustadt- und Raumforschung und konnten da sehr interessante Erkenntnisse daraus ziehen. Konkrete Anpassungsmaßnahmen sind zum Beispiel die Wahl des Dachbelags. Also verwende ich nur eine Dachfolie oder verwende ich ein Gründach? Bei einem Gründach zum Beispiel habe ich natürlich einen positiven Einfluss auf die Biodiversität. Ich kann durch eine geschickte Auswahl der Pflanzen auch die Feinstaubbindung positiv beeinflussen und natürlich auch das Mikroklima. Was eine ziemliche Neuerung war, jetzt auch in dem Forschungsprojekt KliBau, war die Entwicklung von Pflanzenlisten. Diese Pflanzenlisten beziehen sich auf verschiedene Einsatzbereiche, also Fassadenbegrünung und Dachbegrünung, und bieten den Planern Hinweise, welche Pflanzen denn sinnvoll eingesetzt werden können, um eben genau diese beschriebenen Umweltpotenziale zu beeinflussen. Also, welche Pflanzen stellen zum Beispiel ein Nahrungsangebot für Insekten zur Verfügung? Wie sieht es aus mit der Feinstaubbindungskapazität? Wie sieht es auch aus mit verschiedenen Einsatzbereichen hinsichtlich Lichtzufuhr? Und diese Pflanzenlisten, die kommen natürlich auch in Projekten zum Einsatz. Zum Beispiel auch bei der Calfer Passage wurden auch Pflanzen verwendet, die eben auch in dieser Pflanzenliste auftauchen und somit auch einen positiven Einfluss beispielsweise auf die Feinstaubbindung geben. Ja, das Spannende an der Calfer Passage in Stuttgart ist eben die Begrünung der Außenfassaden. Das heißt, es wurde wirklich großflächig mit einem Ausmaß von 2000 Laufmetern eine Begrünung an den Geschossen installiert. Das Dach insbesondere wurde mit über 60 Bäumen begrünt. Und da ist wirklich so eine grüne Idylle auf einem Dach entstanden, wo normalerweise eigentlich nur Technikanlagen sind. Wir haben natürlich große Substratquerschnitte an der Calfer Passage, insbesondere auf dem Dach, und können da natürlich die ganzen Starkregenereignisse zwischenpuffern. Das heißt, die Feuchte wird auch gespeichert, sie kühlt natürlich auch die Umgebungstemperatur mit ab. Und wenn man an dem Gebäude ist, man merkt einfach, dass es da eine gewisse Kühlung gibt durch diese Feuchte. Plus hat natürlich die Verschattung der Pflanzen selber auch noch eine Auswirkung, dass die Oberflächentemperaturen der Fassade geringer sind. Die zusätzlichen Substratquerschnitte bringen natürlich auch wirklich eine Pufferung für den Schallschutz. Biodiversität realisiert man auch sofort. Wenn man dort ist, sieht man unterschiedliche Schmetterlinge, Falter, man sieht Vögel, wie sie seit dem ersten Tag die Begrünung angenommen haben.
Also mit den Projekten, die wir in Bezug auf Grünfassaden realisieren, hoffen wir natürlich auch, dass sie dann Vorbild sein können für neue Projekte und auch vielleicht den Investoren Ängste nehmen. Auf der anderen Seite hat man natürlich Gewinne für das Gebäude, man hat Energieeinsparungen, die Ressourcen sind begrenzt, wir sollten schonend mit den Ressourcen umgehen. Und wenn man vom nachhaltigen Bauen spricht, dann kann eben die Begrünung eines Gebäudes in der innerstädtischen Lage da immer ein Bestandteil sein.